Moin zusammen, mit am Start mit Modern Suspect. Letztes Mal habe ich mich tierisch erschreckt oder übelst, ja, die Gänsehaut bekommen. Weil immer wenn ich springen will, ist ja eigentlich die. Okay, diesmal voll die andere Musik. Alter, was ist das für ein Scheiß, Alter? Welche Taste denn jetzt nun, Alter? Alter, war das gerade ein Kampf und übers Leben, alter Schädel, ey. Wie ist denn so ihr Sichtradius? Okay, noch einer ist da. Müssen wir jetzt auch noch irgendwie taktisch gut erlegen. Bin einfach an der Überlegung, ob ich mich hinter ihn teleportiere. Nein! Okay. So, diesmal die richtige Taste. Alter Schwede, ey. Manchmal ist es ja schon krass. Ich krieg da schon immer Gänsehaut. Ja, eigentlich wollte ich da hoch und mich dann da runter teleportieren, aber naja, gut, mein Gott. Hat jetzt auch nicht so geklappt, wie ich das haben wollte. Wenn ich nie reinkommen können, bitte. So oder was? Nee. Ah, Mann. Ganz schön kalt hier draußen. Okay. Ja, wir hätten uns wärmere Jacken anziehen sollen. Und glaubst du, die Witches können dieses Jahr die Liga gewinnen? Wie sollen Hexen... Oh, du meinst unser Football-Team? Ja, ich denke, wir haben gute Chancen. Ihr verbringt viel Zeit beim Training. Muss nett sein, ein paar Nächte nur zum Rumhängen zu haben. Ja, ist nett. Ganz schön kalt hier. Deine Jacke sieht richtig warm aus. Ja. Bist du nur dumm, Junge? Gib doch ihr die Jacke. Alter. Ich wette mit euch. Sie denkt gerade, Alter, gib mir doch die Jacke. Was muss ich denn noch tun, um etwas Zuneigung zu bekommen? Ja, so in der Tat.
Ja, das stimmt. Bin ich froh, dass sie nur reden will. Ja, jetzt so ein bisschen Zuneigung. Ah, da bist du doof, ey. Ehrlich. Aber wer geht denn auch mit einer coolen Ische? Ja, cool ist das doof. Mit einer geilen Ische. Oder mit die man, von der man was will. Gucken wir uns mal die mal an. Naja, Smuttling ist ja jetzt zwar nicht so schlecht. Und anscheinend hat sie ja auch schon einige Erfahrungen. Würde sie auch manchmal nicht solche Anspielungen machen. Dann frage ich mich, was das für ein Kunde ist. Alter, erstens, wer geht denn mit jemandem auf dem Friedhof? Für mich das selber total einscheißen. Ich weiß auch nicht, wie ihr das sehen würdet. Ich würde nicht auf den Friedhof gehen, oder? Das wäre für mich überhaupt, würde für mich überhaupt nicht zur De Debatte stehen, auf den Friedhof zu gehen und da höchstwahrscheinlich mein erstes Date zu verbringen. Hey, das ist so total creepy. So. Tön. Lol, ist das ernst? Ich frage, ob ich hier unten lang muss überhaupt. Hallo. Hello again. Ah, das ist das Mädchen da. Okay. So, das sind sicherlich Julias Gedanken wieder einmal. Kann ich sie mal aufnehmen? Danke. Rex Meinung zu Ronans Vorstrafenregister. Gestern. Ich erzählte Rex, was Ronan mir über seine kriminelle Vergangenheit erzählt hatte. Er sah besorgt aus, aber nicht wegen meiner Sicherheit. Er weiß bloß, wie schwer es ist, sich ein Leben aufzubauen, wenn man ein Vorstrafenregister hat. Selbst wenn du vollständig geläutert bist, geben dir die Leute keine Chance. Das zu hören, weckte in mir ganz neue Sympathien für Ronan. Er arbeitete so hart, um sich ein Leben zu schaffen. Ich werde sorgfältig darüber nachdenken. Aha. Gut zu wissen. So. Ey, wird aber auch alles hier hingeschmissen mit diesen Sammeldingern, oder? Ein Haarkranz. Jetzt kann das nicht mehr weg, das Mädchen. Bevor wir jetzt weiter gucken, dann gibt es hier noch was. Oder sie holt die Dämonen. Könnte ich mir auch sogar vorstellen. Dass sie die Dämonenwächterin ist oder so ein Scheiß. Okay, warum wackelt die Tür? Na gut, sprechen wir mal mit dem Mädchen. Hallo. Reden. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Alter Schwede. Was mit dir los? Ja, ich bin Polizist. Ach, ein Polizist hat dich getötet. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. Jage so viel Geist. Ich muss erreichen, was so viel mitteilen muss. Fokussieren. Ehrlich? Krass. Ich wusste es. Der Glockenmörder. Warum sollte er sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten? Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Was zum Teufel ist das? Vertrag? Was? Was meinte er mit Vertrag? Greif doch nach ihrer Hand doch einfach. Nein, das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. Greif doch mal an die Hand. Darf ich entscheiden? Darf ich entscheiden? Darf ich entscheiden? Ja. Warum tust du mir das an?
Alter Schwede. Okay. Krasser Scheiß. Er hat was auf dich gemalt. Sein Symbol, es muss was bedeuten. Kann sie nicht reden oder was? Alter Schwede, okay. Das war ein kräftiger Schrei von einem kleinen Kind, was mich bald ausgenockt hat. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Wo geht's denn jetzt zu Joy lang, ist die Frage. Ich weiß, dass du nur Lücken überspringen kann. Nein, ah, ich wollte es doch enthüllen, um mir diesen schönen Haarkranz zu nehmen. So, ich bin höchstwahrscheinlich auf der anderen Flussseite, da wo wir uns letztes Mal gesehen haben, bei diesem einen Mortar. Das sind sicherlich Julias Gedanken wieder einmal. Hallo. Rauchender Ronin. Diese Sargnägel bringen Ronin noch in ein frühes Grab. Ich weiß, er genießt es, aber heute konfrontierten ich ihn damit. Ich sagte ihm, wenn er vorhat, bis ins hohe Alter mit mir zusammenzuleben, dann gibt er diese verdammte Dinger auf. Er meinte, er hat einiges für mich aufgegeben und das müsste reichen. Nicht gerade die sensible Antwort, aber Ronin ist Ronin und ich glaube, er ist nie davon ausgegangen, ein hohes Alter zu erreichen. Nicht mit dem Leben, das er lebt. Ein sehr schlaues Mädchen. Hallo Leute, wie geht's euch so? Ihr kleinen Geister, ihr könnt nicht in Frieden suchen. So. Whoop. Was geht ab? Ronin, ich hab Schreie gehört und... Schön, dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Bin ja gespannt, ob er wiederbeleben kann. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig, er... Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ein Vertrag. Ein Immobilienvertrag. Er würde sie so schön in Villa haben. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Laxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Laxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist das noch schlimmer als hier. Denke ich auch. Ich denke mal, das ist noch ein sehr sympathischer Ort. Oder ist hier... Uiuiui. Warum ist das Grab so abgefuckt von ihr? Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Wer ist das? Ach, sein Bruder.
Sein Grab oder was? Oder von Julia? Von Julia. Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon. Der Untertitel ist manchmal nicht so korrekt mit den anderen. Aber mit dem Dialog, was er labert, ist der Untertitel sehr spät, der folgt sehr spät nach. Aber wenn ihr keinen Untertitel haben wollt, müsst ihr es einfach schreiben. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt bisher nur Untertitel angemacht, weil wenn man doch irgendwie vielleicht akustisch was nicht versteht oder kann ja sein. Okay. Dann haben wir das jetzt abgeschlossen. Finde die mögliche Glockenwörter Überlebende in der Anstalt. Es gibt hier eine Überlebende. Sie hat vielleicht Informationen über den Glockenwörter. Suchen beginnen. Okay. Dann laufen wir mal straight zu dieser... Mir doch egal. Ah, leck. Laufen wir jetzt einfach straight zu dieser Kliniken. Ohne Umwege und ohne irgendwo aufgehalten zu werden. Das schneller ist? Ne, es ist überhaupt nicht schneller. Ja, ich möchte gerne diese schöne Anstalt betreten und schauen, was da so abgeht. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. What's up? Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Ja, ich auch. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht, komm schon. Okay, ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden. Iris ist schon tot. Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Hab ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. Der Sohn. Ein Krüppel. Hallo Leute, das musste ich jetzt sagen. Es tut mir leid, ey. Ihr könnt mich dafür haten oder sowas, aber. Aber trotzdem, wir hören uns bei der nächsten Folge bei Modern Soul Suspect. Es ist wieder so knapp an die 20. Minute. An die 20 Minuten, nicht an die 20. Minute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal bei Modern Soul Suspect mit Ohrenhütte und Chausen.